Hallo, ihr Hübschen. Also, ich möchte gerne mich nochmal hier so mit diesem Video melden und bedanken an diejenigen. Also eigentlich habe ich gerade so das Gefühl gehabt und gedacht, ich gehe live bei mir bei Facebook und werde da mich bei denjenigen bedanken, die jetzt sozusagen in den letzten Tagen bei mir waren. In irgendeiner Art und Weise, ob am Telefon, WhatsApp, Facebook, E-Mail, Brief vielleicht auch oder anderweitig, weil ich euch irgendwie zu bombardiert habe mit meinen starken, traurigen, vielleicht auch entsetzten oder auch irgendein Gefühl, das über mir kam oder auch so einen kleinen Rückschlag oder... Man kann auch sagen, es war ein altes Muster, was in mir hochkam, weil, also wenn man sich stetig bei jedem Atemzug wirklich verändert und auch eine Veränderung möchte und weiß, diese Veränderung benötigt Zeit und vielleicht auch, weil ich gerade da wirklich sehr aktiv bin, eine stetige, ja, auch haushaltsmäßige, wohnungsmäßige oder sonstige mäßige Veränderung, die auch mit Entsorgung, Verschenkung, Verkaufung oder was auch immer zu tun hat, kann bei den ein oder anderen Dingen einfach was hochkommen. Ich gebe es zu und ich wusste wirklich in dem Moment, wo es dann so hochkam, kaum noch was mit mir erstens vielleicht anzufangen oder zweitens, was soll dies oder jenes Gefühl oder dieser oder jenes Gedanke jetzt mit mir vertreiben oder machen. Oder ich habe auch erzählt, ich weiß nicht, ob ich es hier nur erzählt habe, auch bei YouTube oder nur bei Facebook oder was weiß ich wo. Ich habe die letzten, ich sag mal, Wochen in den Nächten weniger geschlafen. Ich habe das, ja genau, fällt mir gerade ein, ich habe das bei Facebook gepostet, dass ich einmal eine ganze, also ich war die ganze Nacht wach. Und eigentlich war ich viele, viele Nächte, jetzt die letzten Nächte, einfach wach. Ja, ich habe nachts angefangen, also ich habe auch tags geräumt, ja. Aber nachts kam mir immer dieser Impuls, noch mehr räumen zu wollen oder wegzuschmeißen oder was auch immer, weil, ja, da kam dieser Antrieb halt abends, nachts bis 3 Uhr, was auch immer, so dass ich natürlich auch weniger schlafen konnte, weil wenn man sich dann mit solchen Sachen beschäftigt, was der eine oder andere sagen würde, ja, mach es doch lieber tagsüber, damit du nachts schlafen kannst, aber bei mir ist es halt so, dass es halt abends kommt. Abends kommt es hoch. Jetzt möchte ich noch was schaffen, jetzt möchte ich noch was machen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mache ich es einfach. Ich bin wach, ich mache es einfach, so, fertig. So, und das ist für mich, das war halt auch anstrengend, weil ich ja dann auch manchmal tags und nachts so, eigentlich war ich wach, die ganze Zeit wach, habe nur 2 Stunden oder so geschlafen. Und irgendwann hat der Körper auch gesagt, jetzt ist aber genug. Das habe ich auch gemerkt, aber ich habe es weniger wahrgenommen oder für mich gesagt, so Achtsamkeit oder so. Denk mal an Schlaf oder dies oder auch ess mal was vernünftig, trink nochmal einen Schluck Wasser oder wie auch immer, weil ich so in meinen immer noch Rausschmeißwahn bin, sag ich mal. Es ist für mich aber auch eine positive Veränderung dabei. Weil es kommen so viele schöne Sachen wieder. Also jetzt nicht nur die Leute, wo ich jetzt sage, Dankeschön, dass ihr gerade da wart, sondern es kommen so viele schöne Sachen wieder. Man hat diese Sache, egal was es ist, ob es ein Brief ist oder eine Postkarte oder ein Foto oder ein Buch oder was auch immer. Du hast es in der Hand, zumindest ist es bei mir so, ich habe es in der Hand und es kommt dann irgendwas. Entweder eine Erinnerung, oder ein Gedanke, ein positiver sogar noch dazu, was man damit noch machen kann. Ob es verschenken, verkaufen, wie auch immer. Vielleicht nochmal wegräumen oder lesen. Was auch immer, wenn man das Buch in der Hand hat und denkt sich, ah, man könnte es nochmal lesen oder man könnte es jetzt mal endlich zu Ende lesen.
weil ich habe ja so viele Bücher, die ich mal angefangen habe und dann, ja, viele sind es, also eigentlich, ja, einige Bücher, bin ich ehrlich, ich habe sie weniger zu Ende gelesen, weil die, ja, weil ich halt auch bei diesem Lesen des Buches eine stetige Veränderung in mir hatte oder es einfach auch noch weniger an der Zeit war, dieses Buch wirklich bis zu Ende zu lesen, weil, ja, es entweder in der Zeit gerade langweilig war oder die Zeit gerade weniger da war, weil man etwas anderes zu tun hatte oder weil ein anderer Gedanke kam oder eine andere Idee oder ein anderes Buch oder eine andere CD oder ein anderes Lied oder ein anderes Bild, wie auch immer. Eine andere Decke, zum Beispiel eine dickere oder so. Ja, und ich bin da weniger böse drüber, denn ich kann euch sagen, es macht Spaß, es macht auch Freude, dann irgendwann ein Buch in die Hand zu nehmen, was man vielleicht seit Monaten entsorgen möchte, verschenken, verkaufen und es dann anfängt und dann sagt für sich, also ich habe es mir so gesagt, ja, das ist wundervoll, ich möchte es bis zu Ende lesen, ich möchte es wissen, was diejenige Person oder derjenige Person, die Person da über dieses Thema oder jenes Thema geschrieben hat. Und das macht solche Freude, Leute. Das macht Freude. Mir macht es Spaß gerade irgendwie. Auch wenn ich dann durch das eine oder andere Teil vielleicht nochmal so einen kleinen Rückschlag kriege oder so einen Hammer drauf, so, was mache ich jetzt weiter? Wie gehe ich jetzt weiter? Wie gehe ich damit mit diesem Gefühl um? Ja, es ist jedem selbst überlassen. Aber das ist auch, wenn man damit anfängt, kann ich nur sagen, lasst euch Zeit dabei, nehmt euch die Zeit und wenn die Zeit dann, weil ihr vielleicht arbeiten geht oder Party, keine Ahnung, was auch immer noch dazwischen kommt, Kinder, dann ist es halt so, dass es jetzt liegen bleibt, bei mir liegt es jetzt auch gerade, weil ich jetzt hier das Video mache, dann ist es halt so, weil es so richtig ist, sich vielleicht auch gerade mit was anderem zu befassen und zu sagen, ja, ich bin stolz darauf, ich habe schon was geschafft, ich habe das und das schon ausgeräumt, ich habe das und das schon verkauft, ich habe, was weiß ich, schon gemacht und habe das geschafft, ja. Und dann kann ich jetzt auch vielleicht an einem Sonntag einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mir auch Zeit für mich, für mein Inneres, für mein jetziges neues Wissen, für meine neuen Gedanken, für mein neues Schönes, was mir so über mir kommt oder ja, oder für die neue Musik oder das eine oder andere Lied oder was auch immer, dann lasse ich es einfach zu. Also ich mache es jetzt einfach so. Ich lasse es einfach zu, ich mache das Video jetzt, lade es gleich hoch für euch, weil ich denke, dann wisst ihr mal Bescheid, wie es hier so weiterläuft gerade und dass ich stetig weiter mich verändere und natürlich mir aber auch die Zeit nehme. Ich habe mir ja gesagt, ich nehme mir die Zeit so bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres möchte ich es ja schöner haben oder sozusagen für mich angemessen, so wie ich es empfinde, dass es für mich gut ist, schön ist, ordentlich, sauber, was auch immer. Und wenn es bis dahin immer noch weniger passt, dass ich sage, ja, dies und jenes steht nicht richtig oder ich könnte ja vielleicht doch noch im Januar, Februar das eine oder andere rausschmeißen, dann ist es so. Dann lasse ich es zu, weil es dann auch für mich richtig ist. Und wenn ich bis dahin auch immer noch hier sitze und sage, ach, hier liegt hier noch immer das Papier rum, der Schreibtisch sieht aus, ja, dann ist es so, dann soll es auch so sein, weil es, ja, weil was anderes an der Zeit war, meiner Meinung. Und trotz alledem finde ich es schön, irgendwie. Ja, ich finde es gerade schön, weil es kommen so einige Sachen, wo ich dann denke, Dankeschön, wirklich. Das ist so schön, irgendwie, das bereichert mein Herz wirklich, das ist so ein Dings, genauso wie, ich habe ein Video gemacht, ja, das hatte einer oder andere auch gesehen, wie ich
sozusagen meinen Namen in Fingeralphabet gemacht habe. So. Ich habe mich jetzt auch angemeldet für einen Kurs für Gebärdensprache für nächstes Jahr. So. Und bei der Anmeldung habe ich mir gesagt, diesmal werde ich jeden Abend oder was auch immer Nachmittag Termin dort wahrnehmen. Und egal, ob ich jetzt arbeite oder was auch immer ist, ich werde mir die Zeit dafür nehmen. Dieses Mal, ich hatte nämlich, vor Jahren habe ich das schon mal angefangen. Und irgendwie, ja, entweder musste ich arbeiten oder ich hatte irgendwie keine Zeit oder irgendwas war dazwischen gekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist es ja auch halb so wild. Vielleicht war es auch noch nicht weniger meine Zeit, diese Gebärdensprache nochmal oder für mich überhaupt zu vertiefen. Und bei dieser Anmeldung an diesen einen Tag, wo ich das gemacht habe, habe ich mir innerlich gesagt und auch laut, dieses Mal werde ich es machen, dieses Mal werde ich es schaffen und ich werde es schaffen und ich mache es auch, weil ich es für wichtig halte, für mich auch, weil es mich glücklich macht, ja. Mich auch mit Gebärden zu kommunizieren, weil ich kenne halt auch einige, ja, die das halt erstens können, benötigen, brauchen und zweitens, wer weiß, was da noch rauskommt und wird. Weil ich fuchtel ja sowieso öfters mal mit meinen Händen rum und wieso dann weniger mit richtiger Gebärden, sozusagen. Also, ich danke euch sehr fürs Zuschauen und lasst es euch gut gehen. Noch eine schöne Zeit.